Hallöchen, Popöchen, herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft. Ja, und zwar zur ersten Folge der zweiten Staffel zu Folge 101. Ich freue mich richtig drauf. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze jetzt hier nicht mehr im 19 zu, ich weiß nicht was Format. 16 zu, ich weiß nicht was Format, sondern es ist jetzt wirklich 16 zu 9. Und wie ihr sehen könnt, ja, hier unten ist jetzt minimal was abgeschnitten. Das bleibt halt leider nicht aus, weil ich halt im Windows-Modus spielen muss. Aber so geht es dann wenigstens, glaube ich, ganz gut voran. So, jetzt muss ich gucken, wo haben wir jetzt das richtige Let's Play? Hier ist es, Let's Play Minecraft. Hier noch die ganzen Sachen aus der 100. Folge. Ja, und dann gehen wir einfach mal rein ins Spiel. So, und jetzt seht ihr mal das Ganze mit dem Texturenpaket. Ja, aus einer geringeren Entfernung. Und meiner Meinung nach passt das Texturenpaket eigentlich richtig, richtig schön, muss ich sagen. Auch der Leuchtturm sieht so, finde ich, noch besser aus. Und auch die Häuser und allgemein die ganze Welt sieht schön aus. Ja, und jetzt würde ich nochmal sagen, auf Wiedersehen, Staffel 1. Ja. Und Hallöchen, Popöchen, Staffel 2. Jetzt muss ich aber nochmal schauen, denn Gravel hatten wir hier. Ah doch, haben wir noch. So, wir beginnen jetzt nämlich die zweite Staffel damit. Eine Sekunde. Machen wir so. Zack. Schmelzen wir. Ach, wir schmelzen direkt zwei Stacks. So. Und dann brauche ich noch ein Stack Erde, wenn ich das richtig gesehen habe. Und Coarse Dirt. So. Und so, denn die Coarse Dirt, die brauchen wir für den Weg. Da bin ich mal gespannt, wie das enden wird. Ja, die Wolle, die packe ich nochmal kurz hier oben rein. Und auch den Teppich. Ja, und das ganze Abfackeln machen wir dann noch hier oben. Ja, ich habe ja schon gesagt oder vorher, weit vorher angekündigt, dass ich mir jetzt hier mehr Themen raussuchen will und so weiter und so fort. Und das möchte ich auch auf jeden Fall versuchen. Aber jetzt in der ersten Folge der neuen Staffel wollte ich halt jetzt noch kein Thema direkt raussuchen. Wir brauchen übrigens immer noch einen Namen für ihn. Den finde ich im richtigen Minecraft minimal süßer, aber ist okay. So, und das Haus hier, ne? Kann ich erstmal so ein bisschen noch zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Okay, das Bild könnten wir nochmal neu machen. Upsala. So. Nein. 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 Das ist doch gerade da runtergefallen. Naja, egal. Naja. Ich finde das richtig toll, wie das mit den Bildern super wie super das mit den Bildern funktioniert. Ich habe das Gefühl, das wird so nichts. Aber da seht ihr jetzt wenigstens schon mal so ein paar Bilder, die es hier gibt. Finde ich teilweise auch wirklich dann noch schöner. Klar müssen wir die dann wahrscheinlich nochmal ans Texturenpaket eventuell anpassen, die wir schon irgendwo hingelegt haben. Ich weiß es nicht genau. So, ich lasse das jetzt so. Muss reichen. Hier oben der Teppich sieht so aus. Ist auch ganz okay, finde ich. Ich gehe mal kurz schlafen, denn es ist jetzt schon wieder Nacht geworden. So. Ja, und dann können wir gleich starten in die neue Staffel im Endeffekt. Ja. Der Weg wird steinig und... Nein, der Weg wird gravelig und erdig und steinig. Wie genau das gemeint ist, werdet ihr später noch richtig merken. Ich finde schön hier, wie das mit den Texturen funktioniert. Ich mag den Weg hier eigentlich noch viel mehr, weil man wirklich die Graveltextur so ein bisschen hat und so ein bisschen Erde mit drin. Und das einfach so ein bisschen natürlicher wirkt, als jetzt hier die Coarse Dirt, die wir sonst ja, zur Verfügung haben. So, hier müssen wir nochmal ein bisschen was abändern. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, und wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt hier erstmal auf unseren Weg. Darauf, dass wir das Ganze hier schön hinkriegen. Dann kommen hier noch so Kleinigkeiten an den Weg gebaut. Und ich denke mal, das könnte doch schon wirklich schön werden. Ich mache mir da zumindest große Hoffnung, dass es schön werden wird. So. Ja, der... Das reine Weg bauen wird natürlich eine eher langweilige Sache werden. Aber ich denke mal, das sollte man trotzdem dennoch irgendwie... Scheiße!
Danke, Rüstung. Mist. Okay. Haben wir normale Erde dabei? Nee, ne? Ah doch, Dirt. 23. Müsste reichen mit dem ganzen Zeug, das wir jetzt noch kriegen. Och, Mann. Hab mich gefreut, dass das so gut funktioniert und dann jetzt sowas. Blöde Kacke. Ich weiß nicht, was ich da sonst sagen soll. Das ist einfach total doof gelaufen. So, ja, haben wir so eben hingekriegt mit der Erde, die uns noch zur Verfügung stand. Zum Glück. So, dann nehmen wir das hier nochmal weg. Das ist normale Erde, hoffe ich. Aber sieht zumindest so aus. Ja, der reine Wegbau ist jetzt natürlich eine langweilige Sache. Aber dazu muss man jetzt halt sich auch nochmal überlegen, dass es halt normalerweise ja auch nicht nur aus dem normalen Wegbau besteht. Dieses Wegbauen. Auch wenn es um Wegbauen geht. Im Endeffekt besteht es ja theoretisch eigentlich viel mehr darin, dann wirklich jetzt auch noch Themen anzusprechen. Ich mache den Weg erstmal bis hier. Damit ihr gleich nur schon mal so einen ersten Eindruck kriegt, wie das Ganze hier aufgebaut sein soll, wie das Ganze aussehen soll. Ja, ich finde es schön, wie das Haus sich hier so integriert in den, in den Wald rein, dass man es halt kaum sieht. Aber das ist dennoch, ja, ich will jetzt nicht sagen auffällig, ist aber dennoch halt eine schöne Groß... eine schöne Größe. Eine schöne Größe hat. So, wo haben wir die Steine? Unten haben wir die Steine, genau. Ja, in Staffel 2 möchte ich jetzt wirklich schauen, dass wir uns halt auch eher nochmal auf, ja, so kleine Kleinigkeiten am Wegesrand zum Beispiel konzentrieren. Und weniger halt auf diese großen Sachen, was ich auch in der letzten Folge schon gesagt hatte. Da freue ich mich dann wirklich, wirklich drauf. So, hier muss ich noch überlegen, wie ich das mache. Ich glaube, hier mache ich das folgendermaßen. Das ist ein komisches Lied, aber ich lasse es einfach mal dran. So, und hier habe ich überlegt, ob ich das nicht einfach so machen soll. Ich glaube, das lasse ich auch genau so. Ich mache mal kurz das nächste Lied. Das ist irgendwie, das gefällt mir gerade gar nicht gerade. Ja, neue Playlist hatte ich mir auch schon überlegt, ob wir das nicht machen sollten. Und im Endeffekt kam ich dazu der Entscheidung, dass ich mich jetzt erstmal konzentrieren will, wirklich die Folgen rauszuhauen. Weil, ja, das noch stressig genug ist momentan. Und um die Playlist können wir uns ja in Zukunft immer noch kümmern. Weil da gibt es halt wirklich wichtigere Sachen, finde ich, als jetzt sich komplett um die Playlist zu kümmern. Natürlich gehört sie dazu, natürlich ist es wichtig, sich darauf zu kümmern. Aber natürlich, was finde ich mindestens genauso wichtig ist, ist, dass man die Folgen vernünftig raushaut, dass man vernünftigen Inhalt für die Folgen findet. Ja, und das ist so erstmal die erste Sache, wo ich mich dran setzen möchte. So, jetzt könnt ihr hier schon mal sehen, wie der Weg so ein bisschen aussehen wird, vom Aufbau her. Ich hoffe, das wird ganz schön. So, der soll wirklich hier anfangen. So. So ein bisschen anfangen und dann geht er hier lang. Wenn wir einen Abzweig haben, wenn wir jetzt sagen, okay, wir bauen hier was hin, gut, dann robben wir den Stein hier raus, machen so einen kleinen Mini-Weg dahin, der halt keine Begrenzung oder ähnliches kriegt und dann kommt da halt ein Gebäude hin oder irgendwas anderes, was wir da gerne hätten. Ja, ansonsten möchte ich es halt wirklich einfach, ja, langsam angehen lassen in dieser Staffel, nicht mehr so übertreiben wie in der letzten vielleicht und auch nicht mehr so viel Terraform. Ich meine, okay, wir werden vielleicht mal eine Brücke bauen müssen. Wir werden vielleicht mal eine Brücke bauen müssen. Wir werden vielleicht mal ein bisschen terraformen müssen. Aber das soll es dann auch bitte gewesen sein. Weil dieses Terraform, was ich jetzt habe, das ist wirklich nervenzerreißend. Ich weiß nicht, wie ich das sonst beschreiben soll. Das ist nicht so schön. Also hier jetzt sowas zum Beispiel. Da macht man dann mal kurz so. Und so. Das hier müssen wir sowieso noch schließen. Dann kann ich hier noch 1, 2, 3, 4 reinhauen. Hätten wir das weg. Und dann kommt hier vorne noch so ein bisschen Erde hin. Ja, und hier muss dann halt noch Erde hin, ne? So. Genau. So. Da haben wir jetzt schon mal ein kleines Stückchen Weg. Und ich finde einfach, so dieses Bild, was man da hat, sieht richtig schön aus. Da hinten sieht man noch den Leuchtturm. Quasi so die Relikte der ersten Staffel. Ja, und unser Häuschen und dann hier wirklich der Weg.
der das Ziel sein soll. Und genauso will ich das halt wirklich auch handhaben. Och Mann, wieso kommt jetzt nur so doofe Musik? Ich finde, die Blumen sehen noch cool aus. Ich glaube, das hier sind die orangenen Tulpen. Also wirklich Mühe gegeben auf jeden Fall. Hoffe ich zumindest, dass ihr das seht. Jetzt ist die Frage, womit fangen wir an? Ich habe mir da noch keine Gedanken gemacht. Heute sollte eh eher so eine spontane Folge werden. Ich weiß noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ich hole mir jetzt erstmal hier noch ein paar Steinchen. So. Und dann könnten wir theoretisch noch ein bisschen... Ach, ja doch, noch ein bisschen Erde holen. Und den Weg am Ende wirklich weiter noch machen, als wir ihn bisher haben. Mache ich nochmal so mit so einem 64er-Stack. Ja, wie gesagt, ab der nächsten Folge geht es dann wirklich richtig los heute. Ja, als Einführung erstmal so die Light-Version von dem, was noch auf euch zukommen wird. Was natürlich nicht heißen soll, dass es irgendwie jetzt heute nur so halbherzig hingeklatscht wird oder ähnliches. Aber ich hatte mit Folge 100 halt auch genug zu tun. Auch mir vorher Gedanken zu machen, okay, was spreche ich an? Was möchte ich irgendwie mit drin haben? Was möchte ich nicht mit drin haben? Und ähnliche Sachen. Ja, ist halt nicht so leicht, mal eben so spontan sowas zu machen. Da muss man sich halt doch schon mal... Also zumindest, wenn man will, dass es vernünftig wird, dann sollte man sich da vorher doch schon mal ein paar Gedanken zu machen. Und genau aus dem Grund... Ja, ist es so geendet, wie es geendet ist. Ah, deshalb habe ich dann halt auch genau aus dem Grund ja einfach mehr Zeit gebraucht. Habe jetzt deshalb natürlich dann auch weniger Zeit. Was natürlich nicht schlecht ist oder sowas, das möchte ich gar nicht sagen. Aber deshalb muss ich halt gucken, dass ich jetzt erstmal ja die Folge hier so ein bisschen als Einführung in die neue Staffel, in das neue, ich will nicht sagen Prinzip, aber in den neuen Aufbau des Let's Plays sozusagen so ein bisschen reinkomme schon mal. Weil es ist natürlich für mich auch eine Umstellung. Es ist ja jetzt nicht nur, weil es ist jetzt natürlich nicht nur so, dass es für euch eine Umstellung ist, sondern es ist natürlich auch für mich eine Umstellung, ganz klar, mich mehr darauf vorzubereiten, worüber ich reden kann, mehr mich darum zu kümmern, dass die Themen auch vernünftig sind, mich mehr darum zu kümmern, dass das, was wir hier bauen, auch vernünftig ist. Und das ist halt nicht so einfach und das ist halt keine Sache, die man mal eben so in 5 Minuten hinklatscht, finde ich. Und da muss ich mich halt auch erst noch dran gewöhnen, dass es halt jetzt wirklich so, ich sag mal, etwas professioneller werden soll. Oder werden sollte. Ja, und ihr seht schon, der Weg wird langsam immer länger und wir wissen noch gar nicht, wo wir enden werden. Oder ich weiß auch selber halt wirklich noch nicht, wo ich enden werden will. Und deshalb lasse ich mich da selbst einfach auch überraschen. Und wie ich auch schon in der letzten Folge so minimal angekündigt hatte, beziehungsweise schon mal erwähnt hatte, weiß ich auch noch nicht wirklich, ob das Let's Play, beziehungsweise ob die Staffel, nicht das Let's Play, ob die Staffel des Let's Plays wirklich hier mit Folge 200 dann zu Ende geht, diese Staffel mit dem, der Weg ist das Ziel. Oder ob ich sage, okay, die Staffel geht doppelt so lang oder anderthalb mal so lang oder ähnliches. Ich hatte mir halt nur wirklich gesagt, okay, die Anfangsstaffel möchte ich so auf ungefähr 100 Folgen beschränken. Eben damit man einen vernünftigen Anfang hat und jetzt nicht so anfängt, ins Spiel reinkommt und dann erstmal hier das Ganze noch zu Ende baut, 150, 200 Folgen lang, 250 Folgen lang und dann erst sowas anfängt. Das wäre natürlich dann nicht mehr so optimal. Ja, die erste Sache, worum wir uns jetzt eigentlich kümmern können, ist, was ich schon gesagt hatte, wir brauchen eine Pferdekoppel, gerade wegen den Schweinen. Und apropos Schweine, die können wir gleich füttern, aber jetzt gehen wir erstmal schlafen. So. Gut, also. Dann wollen wir mal runtergehen. Ja, Pferdekoppel müssen wir auf jeden Fall hinkriegen. Ich gehe jetzt erstmal kurz die Schweinchen füttern. Weil die brauchen das auch. Oder wir brauchen das auch, damit wir an mehr Schweine kommen. So, wir haben 3 Schweine, das heißt 2 Karotten werden reichen. Und wir kümmern uns gleich noch ein bisschen um den Weg, keine Sorge. Aber ich möchte jetzt auch die Sachen nochmal hinkriegen.
dass wir das Ganze einfach schon mal so weit fertig haben. Ich finde das mit den Zäunen ist total okay. Ist meine Meinung, aber ich finde es halt total okay. Jetzt sieht man hier auch so ein bisschen bei den Texturen ja Schweinchen. Hallo? Guck mal, da. Und da. Und da. Und wo ist das Kleine? Hallo? Ey. Und da. Ja, die sind alle so ein bisschen... Also wir haben jetzt hier dreimal dasselbe, okay. Und einmal ein anderes Schweinchen. Aber es gibt halt unterschiedliche oder leicht unterschiedliche Texturen. Für die Schweine in diesem Texture-Pack. Hier sieht man nochmal so ein bisschen die Pflanzen. Das finde ich auch ganz schön. Wie gesagt, Aetheris Ascended. Ich mag es. Ich habe früher schon mal damit gespielt. Und jetzt gibt es das halt auch neu für die 1.8 endlich. Und ich habe mir gedacht, okay, das haust jetzt rein so zur zweiten Staffel, zum neuen Computer. Das ist doch eine gute Sache. So, warte, was wollte ich jetzt nochmal an Pferdekoppeln müssen wir machen? Das heißt, wir brauchen Holz. Ja, an die Rohstoffe werde ich, ja, weiterhin drangehen, aber ich will mich jetzt halt hauptsächlich, wie ich mittlerweile schon tausendmal erwähnt habe, um den Weg kümmern und um kleine Kleinigkeiten und nicht mehr um das Große und Ganze. Das mache ich offscreen selber. Hier, das Banner finde ich auch schon schöner noch. Genauso wie hier mit den Spinnenfäden, die sieht so keiner. Nicht wirklich. Das ist okay. Ja. Hier hat man jetzt nochmal die beiden verschiedenen Banner. Finde ich auch ganz schön. Ich bewege mich zu viel, ne? Das ist glaube ich, zu viel für euch, wenn ich sowas mache. So. Ja, alle Epileptiker, viel Spaß jetzt beim Anfall. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich... Ah ja, okay. Ich weiß wieder. Erstmal gucken wir jetzt hier. Einmal Oak-Fans haben wir noch. So. 64. 32. 4. So. Mal schauen, wie das klappt. Das klappt ganz gut. Jetzt brauchen wir noch ein Fence-Gate. Das heißt, wir brauchen doch noch etwas mehr Holz. So, Fence-Gate war... So, ne? Genau. Nehme ich uns einfach mal eins mit. Muss erstmal reichen. Dann kann ich euch jetzt auch zeigen, wie ich das vorhabe, so kleine Abzweigungen am Weg einfach zu machen. Das hier finde ich auch ganz schön so. Und ich meine, selbst wenn man sich hier reinstellt und hochguckt oder sowas, das ist halt noch mal so eine extra Decke im Endeffekt oder so. Ich weiß es nicht. Kann man jetzt lange überlegen, als was man das sieht, aber ich meine, so vom Weiten merkt man ja noch nicht mal, dass da Fäden sind. Wirklich nur, wenn man da direkt hinschaut. Okay, ich höre auf damit. Ich finde auch die Mauern so ein bisschen schöner, weil es einfach... Ja, dadurch, dass man etwas hochauflösendere Texturen hat, statt 16x16, 32x32, finde ich einfach, kann man hier halt noch so ein bisschen schöner sehen, so dieses, okay, es sind Steine, okay, das ist schon ein bisschen älter, genauso wie das Holz. Und ja, das finde ich so einfach schöner gemacht oder gelöst, als wenn man sich das jetzt... als wie, wenn man sich das jetzt... Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Ruhrpott-Dialekt ist manchmal nicht so... Schön. Ja, auf jeden Fall. Wo machen wir die Koppel hin? Ich würde sagen, hier nach rechts könnte man gut so eine kleine Pferdekoppel machen. Habe ich noch normale Erde? Das ist normale Erde. Das trifft sich super. Genau, dann können wir hier später noch zumachen. Das heißt, ich deute die jetzt erstmal schon mal so ein bisschen an. Aber wirklich fertig wird sie dann erst nächste Folge wahrscheinlich. So. Ja. Aber dann sagen wir, okay, hier vorne haben wir dann halt den Eingang zur Koppel. So. Der kurze Weg kommt hier hin. Entschuldigung. So. Genau so möchte ich das dann einfach handhaben. So, das heißt. Das war genau falsch. Ja, ich denke, hier zwei Abstand zum Weg sollte reichen. 5, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wird dann theoretisch bis hier gehen können. Ich meine, das muss ja jetzt nicht so hundertprozentig gerade sein, ne? Dann kann man hier nochmal so ein bisschen sowas machen. Ja, dann sagen wir zum Beispiel, hier geht der Weg mehr raus. Da müssen wir hier natürlich jetzt erstmal noch ein bisschen terraformen, dass wir das vernünftig hinkriegen können. So, und hier haben wir 6 und dann haben wir jetzt hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann haben wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann geht der Weg hier zu. Genau so ungefähr. Jetzt brauche ich wieder die normale Dirt. Habe ich da noch was? 17 Stück, okay. So, dann machen wir den Weg hier noch so ein bisschen lang. Genau so. Natürlich wird die Koppel jetzt nicht fertig und da ist jetzt auch noch kein Häuschen drin oder ähnliches. Das kommt natürlich alles noch später. Und ich liebe einfach Enchanted Schaufeln, vor allem Diamantschaufeln dann, weil die einfach so schnell alles abbauen. Finde ich immer noch erstaunlich. So, ich lasse jetzt hier den See dann auch einfach mal offen. Das ist mir gerade egal. Hier oben könnte man dann zum Beispiel jetzt hier so einen kleinen Unterstand für die Pferde reinbauen. Und ich würde sagen, bis hier, das sollte reichen, auch um hier so einen Unterstand einfach reinzubauen. Dann können wir den Zaun doch noch schließen. Und theoretisch könnten wir dann jetzt schon die Pferde rüberholen. Aber ich glaube, bis der Bau abgeschlossen ist, wird das nichts. So, jetzt fehlt uns hier noch minimal Erde. So, dann mache ich einfach Folgendes. Hier vorne, da kann man hier unten noch irgendwas anderes hinbauen eventuell. Darum mache ich jetzt einfach mal den hier. Also wie gesagt, hier so ein bisschen Terraform in der Umgebung. Gerade noch im Haus mehr, woanders weniger. Aber gerade jetzt hier zum Beispiel, okay. Wir terraformen hier auch noch runter und machen da davon noch, keine Ahnung, irgendwas hin. Irgendwas Schönes, Kleines. Und ja, also sowas werde ich natürlich immer noch weitermachen. Jetzt keine so großen Terraform-Projekte mehr. Wie zum Beispiel jetzt die Stadt, was ja wirklich ein Terraform-Projekt war. Das war ja kein normales Terraforming mehr. Das war ja halt wirklich schon eine ziemlich krasse Sache. So kann man das zum Beispiel lassen. Das ist ja auch so ein bisschen, dass man halt sieht, wieso der ganze Zaun hier so gebaut ist, wie er gebaut wurde. Die Zäune werden wir eh noch irgendwann brauchen. Also keine Sorge, dass wir da jetzt ein paar zu viel gemacht haben. Das ist nicht schlimm. Da mache ich hier einfach nochmal zu. Ja, und dann sieht man schon, hier zum Beispiel kann man dann sagen, okay, hier kommt der kleine, hier kommt der Unterstand hin. Oder hier kommt der Unterstand vor. Dann hier vorne noch so halb abgezäunt aus dem Unterstand raus, wie so eine Art Gehege im Gehege. Könnte man hier noch was Schönes draus machen. Ich mache das schon mal kurz. Ich deute das mal eben an, dass ich sage, okay, hier geht der Zaun noch weiter bis zum Gebäude dran. Ich glaube, das könnte so schon reichen, ne? Ja, das muss reichen. Eigentlich. Und dann hat man hier noch so ein zweites Gehege. Vielleicht auch noch so einen Ausgang, dass man dann von hier aus da unten hinkommt. Müssen wir uns noch alles überlegen, aber ich glaube, das könnte ganz spannend werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich hoffe, ihr versteht jetzt auch, was ich in Folge 2 so vorhabe. Ab der nächsten Folge gibt es dann wieder halt richtige Gesprächsthemen. Ich freue mich drauf, sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.